Und die Debatte eröffnet Elisabeth Grossmann. Sie kommt von der SPÖ Steiermark. Ja, danke schön, Frau Vizepräsidentin. Zunächst herzliche Gratulation und alles Gute für Ihr neues Amt. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, die Steuerreform, die irreführenderweise den Titel ökosoziale Steuerreform trägt, verdient diesen Namen leider nicht und auch nicht unsere Zustimmung. Aus vielerlei Gründen, die ich jetzt im Einzelnen gerne erläutern werde. Erstens, die Einkommensschere zwischen Arm und Reich geht weiter auf. Wer mehr hat, bekommt mehr. Also dieses Prinzip scheint sich wie ein türkisgrüner Faden durch die gesamte Steuerreform zu ziehen. Und das zeigt sich beispielsweise auch im Geschlechterverhältnis. Kollegin Schumann hat es heute schon angesprochen. Frauen haben da das Nachsehen und können nur zu rund 31% von Gesamtentlastungsvolumen profitieren. Dann zweitens die Schieflage, dass der Staat großteils auf dem Rücken der arbeitenden Menschen finanziert wird, wird weiter noch verschärft. Lohn-, Einkommens- und Konsumsteuern speisen den Großteil des Staatshaushaltes, während aber Kapital und Vermögen noch stärker verschont bleiben. Und ein großes Problem ist die Tatsache, dass die Gegenfinanzierung fehlt. Es werden hier Riesenvolumina bewegt für die Entlastung von Konzernen, aber einnahmenseitig holt man sich zwar sehr viel von den kleinen Leuten, deren tägliches Leben sich massiv verteuern wird, das war ja schon auch Thema beim letzten Tagesordnungspunkt, aber eine nachhaltige Finanzierung des Staatshaushaltes, etwa über vermögensbezogene Steuern, das fehlt. Und wir wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch nicht, wie die Kosten der Krise gestemmt werden. Wir wissen aber, dass 2023 die europäischen Fiskalregeln wieder in Kraft gesetzt werden. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass dann eine Budgetsanierung ins Haus steht, die sehr viel Schlimmes erahnen lässt, nämlich für all jene, die einen starken Staat brauchen. Und das sind viele, eigentlich sind es ja alle, sind es wir alle, denn wir haben ja gesehen, ein starker Sozialstaat war es, der uns durch schwere Zeiten geholfen hat. Erst schon durch die Finanzkrise, dann jetzt auch durch die Gesundheitskrise. Man hat auch davon gesprochen, dass der Star war der starke Sozialstaat. Und das hat uns stark gemacht und stark gehalten. Und gerade unser Sozial- und Gesundheitssystem müsste jetzt noch einmal gestärkt und resilient gestaltet werden. Die Frage der Finanzierung der Pflege wird auch offen gelassen und mit einem Minimalbetrag ausgestattet. Also jetzt wäre wirklich die Chance und die Notwendigkeit, die akute Notwendigkeit, der Herr Landeshauptmann von Vorarlberg hat es ja heute auch eindrücklich angesprochen, jetzt für eine nachhaltige Finanzierung der Pflege zu sorgen. Und da wäre natürlich ein Ansatzpunkt eine Vermögensteuer. Für große Vermögen natürlich nur oder Erbschaften über 1 Million. Das wäre jetzt möglich gewesen und auch dringend notwendig, weil bei der Pflege sind alle am Limit. Das Personal, die Angehörigen, die Gemeinden, wie heute auch schon mehrfach aus mehreren Fraktionen angesprochen wurde. Und darauf weist beispielsweise auch der Pensionistenverband schon jahrelang hin und auch auf den Umstand, dass die Pensionsanpassungen und auch die Erleichterungen für Pensionistinnen und Pensionisten absolut unzureichend sind. Also die leiden unglaublich unter den Teuerungen und das wird wirklich nur unzureichend berücksichtigt. Und es wurde auch darauf hingewiesen, dass bei den Informationen oder bei den Bemessungsgrundlagen der BVA
anscheinend oder dass hier dann wirklich auch rasch darauf zu drängen ist, dass der aktuelle Stand herangezogen wird und dass die Pensionistinnen und Pensionisten auch raschest eine Nachzahlung bekommen. Das wollte ich auch noch mit auf den Weg geben. Familienbonus. Die Regierungsfraktionen haben sich schon und werden sich auch weiterhin dafür ausgiebig rühmen, aber hier gehört schon auch dazu gesagt, dass 180.000 Kinder in Österreich davon gar nichts haben, weil ihre Eltern, oftmals alleinerziehende Mütter, einfach zu wenig verdienen, um ihn in Anspruch zu nehmen. Also das Prinzip, wer hat, dem wird gegeben werden, das gilt traurigerweise auch hier bei den Familien, bei den Kindern. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, darüber helfen auch einige Korrekturen nicht hinweg, die jetzt dann doch noch auf Druck vorgenommen wurden und worauf wahrscheinlich die Rednerinnen und Redner der Regierungsparteien ja auch noch ausgiebig hinweisen werden. Aber ich sage trotzdem, besser und einfacher zu administrieren und gerechter wäre generell eine Anhebung der Familienbeihilfe gewesen, aber auch mehr Sachleistungen für die Familien, wie beispielsweise ein kostenfreier Kindergarten. Oder wir warten ja auch noch auf das zweite Gratis-Kindergartenjahr, das schon unmittelbar vor der Umsetzung gewesen ist, das umsetzungsreif gewesen wäre, aber dann wieder, wir kennen die Rahmenbedingungen mittlerweile und die Umstände, dann wieder fallen gelassen wurde. Also da möchte ich auch an die Grüne Fraktion appellieren, hier auch mehr Druck hineinzulegen. Und ja, von einer Anhebung der Familienbeihilfe hätten auch die Studierenden mehr und natürlich die Kinder von Geringverdienenden, die jetzt billig abgespeist werden. Die gestiegenen Preise treffen aber diejenigen, die einen Großteil ihres Einkommens für das tägliche Leben aufwenden müssen, besonders hart. Die Lebensmittel, Wohnen, Energie, die Dinge des täglichen Bedarfs werden immens teurer und zwar dauerhaft. Und dafür braucht es nachhaltige, dauerhafte Unterstützungen zur Stärkung der Kaufkraft. Die Einmalzahlungen, Pauschalbeträge wie im Familienbonus, Klimabonus und wir werden es heute noch ausgiebig hören, das alles reicht nicht aus, um diese Mehrbelastungen wettzumachen, ganz egal, welche Postleitzahl man hat. Auch die Senkung der Tarifstufen für mittlere und höhere Einkommen, also ich sage, die Senkung der Tarifstufen ist positiv. Das hätte man auch noch natürlich ausweiten können, auch natürlich die niedrigeren Einkommensbezieherinnen da stärker entlasten können. Aber auch diese Tarifsenkung ist nur eine kurzfristige Entlastung, weil die Effekte durch die kalte Progression, sprich eben Inflation und eben allgemeine Lohnerhöhungen, schon, wie uns viele Institute vorgerechnet haben, schon 2026 aufgefressen werden sein. Also großzügiger ist man da bei den Konzernen, wenn man die Körperschaftssteuer senkt. Und da ist aber auch dazu zu sagen, da kommen 80% des Senkungsvolumens nur 2% der Betriebe zugute. Also auch hier gilt das Prinzip, wer hat, dem wird gegeben werden. Weil die Großen bekommen das größte Stück des Kuchens und die Kleinen, die in der Pandemie besonders gelitten haben, die werden da wieder mit Brösel abgespeist. Also gerechter wäre beispielsweise eine Senkung der Mindestkörperschaftssteuer gewesen und das hätte auch bei Betriebsgründungen unterstützt und natürlich auch Start-ups mehr unterstützt. Also die Großen, die ja auch bei den Corona-Hilfen am meisten abgesahnt haben, die reiben sich die Hände. Also da hat sich anscheinend so manche freundliche Zuwendung an die ÖVP mehr als ausgezahlt. Und so eine Lobby haben die Menschen nicht, die jetzt voll zur Kasse gebeten werden,
um ihre Wohnungen zu heizen oder zur Arbeit zu kommen. Und der Vorarlberger Landeshauptmann hat heute schon warnende Worte an die Bundesregierung gesprochen. Klimaschutz darf nicht nur was für Privilegierte sein, sondern, und das ergänze ich jetzt, muss für alle lebbar und leistbar sein. Und diese Anforderung erfüllt die sogenannte ökosoziale Steuerreform nicht, weil Mieterinnen, Mieter können sich das Heizsystem nicht aussuchen, aber auch viele Eigentumswohnungsbesitzer, Besitzerinnen nicht, wenn sie eben in Mehrparteienhäusern wohnen, aber auch das Transportmittel können sich nicht alle aussuchen, selbst wenn sie in Städten wohnen. Also die Maßnahmen sind in vielen Bereichen nicht treffsicher. Und wie Sie wissen, wir haben ja kein Teileinspruchsrecht, sondern können nur in der Gesamtheit abstimmen. Und da spricht leider zu viel dagegen, weil letztendlich ist es ein großes Belastungspaket und leider auch eine Mogelpackung. Ein großes Belastungspaket, das sei diese ökosoziale Steuerreform, die jetzt debattiert wird. Wer hat, dem wird gegeben, sei das Credo. Eine Vermögensteuer und eine Erbschaftssteuer für große Vermögen, die gebe es darin nicht. All das kritisiert Elisabeth Grossmann von der SPÖ Steiermark.